Ja, wenn ich jetzt nicht komplett falsch gesattelt bin. Ja, ich habe jetzt relativ wenig Plan davon, wie es jetzt hier weitergehen soll, aber wir versuchen uns einfach mal. Jetzt, wenn wir jetzt hier durchgehen. Helle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Oh, da sind wir durch. Tatsache. Ein Hebel. Jetzt können wir uns den Hebel nehmen. Ja, sehr großartig. Oh, Flasche. Die Flasche nehmen wir auch mit. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Was können wir jetzt mit der Flasche Hey, antun? da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch halb voll. Aha, okay, wir müssen die Flasche jetzt mit wahrscheinlich ein bisschen Alk befüllen. Und den Hebel haben wir jetzt. Jetzt können wir die Weiche umstellen. Guck mal, der Prof, der hat doch da einen Schnaps. Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Okay. Haben wir jetzt eine Flasche voll? Hey, da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch. Nee, nur ein Käfer drin. Doch nur ein Käfer. Das Abfüllen kann man die Flasche nicht. Aber können wir jetzt nicht vielleicht, Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Ich wollte doch nur ein Stückchen. Man sollte nie betrunken Mainbike fahren, wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Mit so einer Flasche könntest du den geheimen Leoparden. Ja, und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Hallo? Können wir mal mit ihm reden? Vielleicht überlässt er uns Hallo? dann irgendwann die Flasche. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Okay, das hat man eigentlich Nichts, was nicht ich schon. nicht auch alleine in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ja. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, irgendwie überhaupt müssen wir ihn jetzt dazu nicht. Super. kriegen, dass er Direkt auf uns. der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Und gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Ast rein. Nochmal zum Thema Frauen. Ich bin Ja, irgendwie müssen wir ihn d'accord. jetzt dazu kriegen, uns den Fuße zu überlassen. Ja, der erste, zweite, dritte Tipp des haben wir, Ach, das braucht vergiss man es. eigentlich Ich nicht. weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ich muss dann mal wieder. Das ist Doc, Schrotthändler, Bastler, Neurochirurg, Schnacker. Aha, okay, und wir können es wirklich nicht. Hey, da ist ja noch was drin. Die ist ja. Ja, okay, das hatten wir schon dreimal. Ja, gut. Skelettbein. Und was wird das jetzt? Naja, meine Sachen sind so schmutzig. Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fusel als Reinigungsmittel verwenden. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Gut, der will uns wirklich nichts abgeben. Ein solider Stromumkehrer. Gute Arbeit, Rufus. Kinderspiel. Tja, also, na gut, dann gehen wir erstmal wieder. Wie wir an den Fuß herankommen, das weiß ich jetzt noch nicht so, aber jetzt können wir doch bestimmt hier erstmal die Weiche umstellen. Das ist doch erstmal der erste Weg. Ohne mein Bike passiert da nichts.
Ja, das mein Bike ist oben. Hier ist es. Rein da. Und let's go. Losfahren. Okay. Jetzt haben wir hier mein Bike. Cool, jetzt können wir in die Richtung fahren. Sehr gut. Jetzt haben wir zumindest das Mainbike schon dort. Das ist mein Bike. Nicht Bike. Und losfahren. Zack. Sehr gut. Oh, gleich umgedreht. Wie freundlich. Aber das mit dem Kran kriegen wir jetzt wahrscheinlich nüchtern nicht hin. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich kann es mal versuchen, aber jetzt steht das mein Bike dort. Das müssen wir Goal da hinbekommen. Das wird ein Kinderspiel. Ready, go! Die Goal darüber bekommen. Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Ja, der hilft uns auch nicht weiter. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Ja gut, nach unten. Des Profs Fusel, den bräuchten wir. Trichter wäre auch nicht schlecht, aber ja, da bräuchten wir einen anderen Trichter für uns, um uns abzufüllen. Ja gut, den ersten Schritt haben wir schon getan. Wir haben das Mainbike an der richtigen Stelle. An der richtigen Stelle haben wir es. So, womit können wir den Doc jetzt noch dazu überreden? Natürlich. Womit können wir jetzt den Doc überreden? Und was wird das jetzt? Ich kann... Vielleicht kann er das Bein hier, vielleicht können wir das Bein dafür verwenden. Mit einem unendlich langen Hebel und einem fixen Punkt könntest du... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Also nicht. Ja... Ja, ja und so weiter. Natürlich nicht. Man braucht keine Belehrungen. Hallo? Hm? Was? Oh. Tja. Ich habe noch mehr. Immer her damit. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unras ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin... Dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Leg dein Bein hinter den Kopf. Ich mach's dir vor. Ja. Autsch. Okay, er hat sein Bein hinter den Kopf gelegt und... Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Ja. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Oh, schnell weg hier. Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nanu, eben stand er doch noch da. Ja, und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Schnell weg hier. Wie ist er denn da hingekommen? Nein. Also entweder hast du ihn eingesteckt, oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun. Hey, ich habe keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Hallo? Hm? Was? Oh, hallo? Ich habe noch immer hier. Die müssen wir ihn damit ablenken. Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein in den Kopf
und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Ein Punkt am Horizont fixieren. Ja, okay, jetzt ist er prinzipiell... Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Kann man nicht jetzt einfach hier austauschen? Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Die Buddel, die leere Buddel Schnaps hinpacken. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Wieso, hab grad keinen Bock drauf. So, jetzt haben wir... Oh! Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farbe kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Jetzt habe ich den Alkohol mitgenommen. Lass ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann... Ja. Okay. Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden. Okay, haben wir jetzt den richtigen Flachmann, oder? Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Mhm. Okay. Jetzt haben wir gelernt, wie man sich fokussiert, oder? Hm. Inventar. Ah, okay. Andocksfuse. Sehr gut. Gefüllte Flasche. Ja, damit können wir jetzt... Haben wir jetzt abgefüllt. Aha, verstehe. Damit können wir jetzt doch bestimmt was anstellen. Na komm. Besoffen geht's besser. Nein, nicht da oben. Besoffen kann man den Kran am besten bedienen. Jo. Ganz genau so. So, hier einmal runter. Und da einmal zum Kran hinauf. Das geht doch ruckzuck, ruckzuck, ruckzuck. Das kriegen wir doch hin. So. Ich habe Docks Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Großartig. Vielleicht können wir ja jetzt... Ja, ist klar. Scherben bringen Glück, aber... Ein Kranhebel. Sind wir noch nicht ruhig aber genug. Jetzt. Nein. Wir sind noch nicht ruhig. Oh, okay, ja, da. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Da hat der Kran gerade ein bisschen... Da stand der ein bisschen still. Scherben bringen Glück, aber ich... So, den Fuse. Ich habe Docks Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände Trink. Und seines schlechten Atems. Du brauchst mehr Fuse. Seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Ich habe Docks Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände. Na komm. Du brauchst deutlich mehr. Na komm. Wie mache ich das denn jetzt hier? Scherben bringen, aber ich brauche... So, vielleicht können wir hier jetzt Kranhebel. Mist, aber jetzt. Nein. Wir müssen uns fokussieren. Oh, okay, der Kranhebel. Ich habe doch alles richtig gemacht, oder? Du musst dich fokussieren. Ah, das Skelettbein. Du musst vielleicht das Skelettbein... Mit dem Sitz. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Okay, jetzt hast du ein Skelettbein hinterm Sitz. Mist, aber jetzt. Das
gespoilert, schon bevor es passiert. Mist, aber jetzt. Der Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Du musst einen Punkt am Horizont fixieren. Bein hinterm Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Oha. Das kann ja nicht gut gehen. Ich bin ein Fluss. ich bin ein Mumeo. Mumeo! Ich bin ein Mumeo! Und ganz genau. Yeah. Ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mumeo. Vielleicht war das doch nicht richtig. Okay, nochmal den Kopf. Nochmal fokussieren. So, also ich bin kein Romeo. Ich bin ein ein Mullup. Ich bin ein Mullup. Yeah. Ein Mullup. Ja, ist nicht richtig. Ich bin doch ein Mullup. Vielleicht war das doch nicht richtig. Also kein Mullup.